geholfen. Nicht geholfen hat man ihnen. Im Gegenteil, man hat alle Versprechen gebrochen und hat die NATO 1000 Kilometer nach Osten verlegt, bis an die Grenze Russlands. Ja, man hat Russland umzingelt. Man hat eine Einverleibung in die EU und NATO gemacht. Ich meine, die NATO hat doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion überhaupt keine Existenzberechtigung mehr gehabt. Die hätte man ja auflösen müssen, genauso wie man den Warschauer Pakt aufgelöst hat. Aber diese Dreckschweine sind hergegangen und haben gesagt, ja, jetzt gehen wir erst recht los. Ja, jetzt werden wir richtig expandieren. Außerdem haben wir keinen Feind mehr. Jetzt müssen wir einen Feind erfinden. Oh, wer könnte das sein? Ach ja, da gibt es ja die bösen Serben. Denen hauen wir jetzt ein paar Bomben drauf und zerstören Jugoslawien. Das mussten sie erst mal einen Feind erfinden, ja, damit sie sich rechtfertigen können. Und genauso ist es mit dem Terrorismus. Den haben sie erfunden, damit man überhaupt einen Feind hat. Und jetzt sind sie hergegangen und haben jetzt Russland und Putin als den Feind überhaupt erfunden, damit sie auch wieder rechtfertigen können. Und so weiter und so weiter. Damit noch mehr Geld für Waffen ausgegeben wird und noch mehr für Rüstung. Also wie wenn wir eh nicht schon genug von dem hätten. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen, dass Amerika allein für die Kriege 1,3 Billionen Dollar ausgegeben hat für die Kriege seit 13 Jahren. Wenn die das in die eigene Infrastruktur gesteckt hätten in Amerika, dann wären alle Straßen vergoldet. Und die ganze Amerika hätte super Schnellzüge, oder? Schnellbahnen es gibt keine Slums mehr und alle Brücken werden repariert und überhaupt wäre das tollste Land überhaupt, wenn sie das Geld nicht in die Kriege verpulvern würden, anstatt da. Und dann ist das Ganze noch auf Schulden gebaut. Auf Schulden. Der Obama hat, wo er das Amt übernommen hat, hat der Amerika 10,5 Billionen Dollar an Schulden. Und jetzt hat das Land 18,5 Billionen. Der Obama hat alleine fast so viel Schulden gemacht wie alle Präsidenten vor ihm. Das ist doch nicht zu fassen. Wie soll denn das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Es geht eben nicht weiter. Es geht nicht weiter. Und darauf können Sie uns vorbereiten. Und deshalb diese ganzen Maßnahmen. Und deshalb wollen Sie uns einschüchtern und bespitzeln und alles machen als Vorbereitung. Ja? Wir wollen, das sind alles Vorbereitungen.